Kenan soll antreten. Doch was ist passiert? Warum sind die Mönche so enttäuscht? Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil mir geht's immer noch gut. Meiner Meinung nach habe ich nichts Großes Falsches gemacht. Jetzt ist die große Frage, wie steht er selber dazu? Möchte er sich einspinnen in einem Lügenkonstrukt und so die Tage verbringen? Oder möchte er ehrlich mit den anderen versuchen, hier das Experiment mitzumachen, um auch selbst was mitzunehmen? Nur herein. Servus, hallo. Hallo. Hallo, so. Alles klar, Christoph Maria, wie geht's? Alles klar, alles danke. Wo darf ich Platz nehmen? Hier, bitteschön. Dankeschön. Anscheinend spielt der 18-Jährige im Kloster ein doppeltes Spiel. Wahrscheinlich hält er Kontakt zur Außenwelt. Und das, obwohl er sein Handy wie alle anderen vor 3 Tagen eigentlich abgegeben hat. Was Kenan nicht weiß, sein Geheimnis ist durch seine Mitstreiter bis zu den Mönchen durchgesickert. Dann hat er gesagt, ja, dass er noch ein Handy hat. Und dann hat er halt gesagt, ja, versprecht mir, dass wir es nicht sagen. Wir haben alle kein Handy und keine elektronischen Geräte. Und er hat da wirklich Kontakte zur Außenwelt. Und da ist er in jeder freien Minute, die wir hatten, zum Fenster gegangen, wo er da besseres Netz hatte. Ich fand es halt unfair. Ich konnte nicht mal meine Mutter anrufen. Und er hatte sein Handy gehabt. Und das fand ich unfair. Ich kann nicht einfach davonlaufen, sondern ich sollte mich dem stellen. Und natürlich muss man lernen, denke ich, dass es nicht nach dem eigenen Belieben immer gehen kann im Leben. Am Anfang hast du gesagt, dass wenn dich was nicht interessiert, dann kannst du es auch nicht an dich heranlassen. Mhm. Ja. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen das Gefühl, dass wir davon hier in der Gruppe betroffen sind. Denn wir hatten ja am Anfang ausgemacht, das Handy abzugeben. Mhm. Ja. Alle haben das getan. Genau. Und jetzt hat sich gezeigt, dass du wohl noch ein zweites hast. Du hattest aber jetzt, das bedeutet ja ganz konkret, die Möglichkeit, immer Kontakt nach außen zu pflegen, oder? Nein. Wieso nicht? Weil ich mein Handy abgegeben habe. Wir haben am Anfang ausgemacht, wir gehen einen ehrlichen Weg miteinander. Mhm. So ist es jetzt eben so, 4 Handys liegen drin und trotzdem kann einer mit draußen kommunizieren. Okay. Ja. Und das ist einfach zum einen unschön für eure Gruppe, weil alle haben sich eigentlich verpflichtet, gefühlt dann ehrlich zu bleiben. Und du eben nicht. Ja? Okay. Was sagst du dazu? Ja, also ich habe jetzt nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. Scheint sich jetzt so ein bisschen zu zeigen, dass du versuchst, die Dinge zu umgehen. Okay. Vielleicht ganz ehrlich die Frage, hast du Lust, noch mitzumachen? Oder? Ja, auf jeden Fall, doch. Okay, ja, natürlich. Gut. Das ist schon mal gut. Dann wäre das Zweite aber ganz wichtig, dass du einfach ehrlich zu uns und zu den anderen dreien bist. Auf einmal ist man ein Übeltäter und dann noch offengelegt vor anderen. Das ist immer peinlich. Sollen wir es noch mal versuchen? Ja, also ich kann mein Handy auch gern wieder nehmen. Also darum, ich weiß es nicht. Also besser wäre, wenn du das andere, das du noch hast, abgibst. Okay, also wenn ihr der Meinung seid, ich hätte mein Handy dabei, dann würde es euch gern geben. Ich glaube, dass das eine ganz natürliche Abwehrreaktion ist, die viele Menschen haben. Sie werden auf einmal ertappt. Es ist einem peinlich. Also ich kann Folgendes dazu sagen. Ich habe mein Handy behalten, ja. Aber mit einem guten Gewissen, weil ich trotzdem nicht aktiv am Handy war. Ich habe aber nicht irgendwo auf sozialen Netzwerken rumgehangen oder sowas. Und ich habe mich trotzdem an die Regel gehalten. Das ist klar umgangen. Ich meine, da, wenn alle sozusagen ihren Schlüssel fürs Auto abgeben oder für den Tresor oder für ihren Spind, wo sonst noch private Sachen drin sind, hast du dir trotzdem sozusagen den Schlüssel, diese SIM-Karte genommen und das Teil weiter benutzt. Was mich eben einfach wundert, ist, dass er da nicht den Mumm hat, dann zu sagen, ich lasse das jetzt bleiben, ich möchte nicht mehr. Wenn ich jetzt Rückblick mal halte, dann ist mir eigentlich schon beim Ankommen, bei der Ankunft, war eigentlich schon aufgefallen, ein gewisser Gesichtsausdruck, wo ich das Gefühl habe, der tut sich das hier nicht an. Scheiße, Mann. Ich stelle mir halt einfach die Frage, warum er sich dann darauf eingelassen hat. Ich bin kein schwacher Mensch. Wenn es ist, gebe ich mein Handy ab. Aber es ging nicht nur um meine eigenen Interessen, sondern ich hatte einfach bestimmte Erfüllungen, bestimmte Sachen zu erfüllen, so gesagt.
Und es hat einfach persönliche Gründe. Ich finde es extrem schade, dass das Vertrauen gebrochen ist. Ich habe das auch irgendwie aus Freundlichkeit irgendwo getan, weil ich dann doch will, dass es dann doch einheitlich ist. Ich hatte auch irgendwo Gewissensbisse. Ich habe mich in dem Sinne an die Regel gehalten, dass ich nicht am Handy aktiv war. Aber uns ist eben wichtig, dass der gerade Weg gegangen wird, nicht das hintenrum. Wobei ich glaube, dass für einen erwachsenen Mann muss es möglich sein, zu sagen, ich bin nicht erreichbar. Ja, da hast du auf jeden Fall noch recht. Ja. Also ich werde jetzt ins Zimmer gehen, kann gerne mein Handy holen und kann euch das dann noch abgeben. Wir würden darum bitten, ja. Mhm. Also im Hinblick auf das, was wir für hier vorhaben, im Hinblick auf die Gruppe und auch im Hinblick auf dich selbst. Als ersten Schritt, glaube ich, ist es gut, wenn auch jetzt die Taten folgen. Das bedeutet, dass das Handy abgegeben wird und dass der Versuch da ist, mit der Gruppe auf dem Weg zu bleiben. Ja? Dann versuchen wir es auf ein neues. Ja, ja, gerne. Alles klar, dann werde ich jetzt mein Handy holen. Vielen Dank, ich komme gleich. Bitte. Er hat jetzt eingesehen, dass es ein Vertrauensmissbrauch war von ihm. Aber er hat ja selber gesagt, dass er da bleiben möchte. Er hätte ja auch sagen können, ich will nach Haus. Doch von Reue keine Spur. Das gute Ding. Ich komme hierher und ich verzichte auf so vieles. Und da wollte ich nicht auf mein Handy, verzichten. Und von heute auf morgen einfach mir alles wegzunehmen, dass er mir sagt, ich komme an einen Ort, wo ich mit mehreren Leuten, Jugendlichen unterwegs bin. Und auf einmal ist es halt eine komplett andere Welt. Und ich habe mich vielleicht auch ein bisschen angegriffen gefühlt mit den Umständen, die ich hier leider habe. Aber bevor Kenan sein Handy abgibt, nutzt er die letzten Minuten noch ausgiebig, um sich bei Familie und Freunden abzumelden. Also mir geht's gut. Ich bin aber jetzt nicht mehr erreichbar. Hi, du, ich muss jetzt mein Handy abgeben. Mir geht's aber auf jeden Fall gut, also brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich merke mich dran, wenn es dringend sein sollte. Für mich persönlich, es war jetzt keine Todsünde. Eigentlich ist mir jetzt auch nicht so wichtig, was viele Leute darüber denken. So, das ist mein Hab und Gut, ich möchte es einfach nicht geben, so dabei bleibe ich auch. Aus der Situation nehme ich nicht wirklich viel mit, nein, weil ich habe aus gutem Interesse meiner Seite ausgehandelt und doch in meinen Augen für den besseren Weg entschieden. Pater Christoph Maria muss zum Gebet. Deshalb nehmen Pater Rupert und Pater Beda Kenans Zweithandy in Gewahrsam. War schon ein bisschen gerissen, ne? Ja. Also, ja. Gibt's noch ein drittes? Hä? Nein. Geht die Zitterpartie jetzt weiter? Denn nachdem, wie er sie heute benommen hat, ist eine gewisse Unlust da. Da wäre es vielleicht ehrlicher gewesen jetzt, wenn er gesagt hätte, ich breche ab, ich gehe nach Haus. Ich hoffe nur, dass er jetzt irgendwo für sich klar hat, dass er sich einfach an Regeln hält und einfach schaut. Da irgendwie mit dabei zu sein, sich zu integrieren, gut mitzumachen. Klar ist, noch so eine Nummer werden die Mönche nicht durchgehen lassen. Kenan muss sich jetzt voll und ganz auf das Experiment einlassen. Zumal seine Lüge dazu führte, dass die anderen drei die Arbeit ohne ihn verrichten mussten. 2 Stunden die Spuren hinterlassen haben. Ich bin so fertig, Alter. Es war auf jeden Fall anstrengend. Ich bin kaputt. Einer hat immer noch mit Kenans Lüge zu kämpfen. Sein Zimmerkollege Johnny. Der Vertrauensbruch hat dessen Meinung über ihn nur noch mehr bestätigt. Ehrlich gesagt, finde ich es gut, dass es jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, dass jetzt nach der Sache wird das immer weiter eskalieren. Weil er denkt halt viel an sich. Ne? Es ist eben, ja, man merkt es auch, wie er sich insgesamt gibt. Ich bin der hübscheste, geilste, coolste. Und das merkt man hier schon. Und ihm ist das halt wirklich alles egal. Der Gedanke, weiter mit Kenan ein Zimmer teilen zu müssen, beunruhigt Johnny. Er sucht nach Hilfe. Pater Rupert. Ja. Mit Ihnen wollte ich sprechen nochmal. Johnny, ja. Hallo. Was ist? Ich bin Pater Rupert, einer von den nettesten hier, die ich so kennenlernen durfte. Und habe auch wie eine Art Vertrauensbeziehung schon ein bisschen aufgebaut. Der Kenan, der ist ein bisschen respektlos, beziehungsweise der nimmt nie genug Rücksicht auf mich beim Zimmer. Boah, Arsch. Wenn er halt abends spät kommt, dann macht er halt Krach, macht das Licht voll an. Und deswegen wollte ich eventuell fragen, ob es möglich wäre, dass ich halt da ausziehen kann. Kein Problem. Ja? Ja. Das wäre lieb. Zimmer haben wir genug. Dankeschön. Angeblich über 300, dann wird noch eins für dich übrig bleiben.
Ja? Johnny hat richtig reagiert und ich bin auch dankbar, dass er ehrlich war. Das sind Dinge, da hätte ich auch rebelliert. Pater Rupert steht hinter Johnnys Entscheidung. Doch jetzt muss er sie Kenan mitteilen. Wie wird der reagieren? Also, ich müsste jetzt noch mal kurz mit dir reden. Ja, gerne. Weil jetzt ist halt ist ein bisschen eine kleine Eskalationssache. Und ich hoffe, du nimmst dir das nicht böse. Aber ich hätte so einen kleinen Wunsch, dass ich im Prinzip aus dem Zimmer ausziehe. Ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, dass du, Dennis, als auch Adonis wisst, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Und was ich gemacht habe, wie gesagt, hat seinen Grund. Er war peinlich berührt, würde ich sagen. Aber trotzdem ist es halt der Sinn des Experiments gewesen, weißt du? Du kennst den Grund nicht ganz, nein. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Wahrheit sagt immer, aber auf jeden Fall finde ich dieses Diskutieren unnötig. Immer wenn er gemerkt hat, er hat halt Scheiße gebaut, irgendwie hat er versucht, sich irgendwie noch rauszuwinden. Aber ich glaube, das kauft ihm dann niemand so richtig ab. Du weißt vielleicht 20% oder 10%. Also ganz ehrlich, es hat seine eigenen Gründe. Doch die will Kenan offensichtlich nicht verraten. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich nicht aus eigenem Interesse gehandelt habe. Aber mehr möchte ich darauf auf gar keinen Fall eingehen. Ich kann euch versprechen, dass du, als auch Dennis, als auch Adonis, genauso gehandelt hättet. Er wollte es nicht wahrhaben, dass er Scheiße gebaut hat. Also so kam es mir rüber, dass er sich da rausreden wollte. Vielleicht änderst du deine Meinung, vielleicht auch nicht. Weißt du, mir ist es wurscht, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt nicht so reingesteigert. Du kannst das machen, was du willst, und ich mache das, was ich will. Wir können ja trotzdem draußen immer noch alles zusammen machen. Cool, das ist überhaupt nicht das Thema hier. Also, wir sind eine kleine Gruppe und müssen zusammen miteinander klarkommen. Aber gut. Ich finde es gut, dass du es einsiehst. Ja, bis später. Alles gut. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Johnny packt seine Sachen und zieht ins Einzelzimmer. Doch herrscht damit ab jetzt wirklich Waffenstillstand zwischen den Jungs? Es ist Samstagabend. Zeit, die Gemeinschaft zu stärken. Heute ist Samstag. Uns fehlen Süßigkeiten. Und ein Stück Freiheit. Denn eine Bedingung des Experiments lautet, die Jungs dürfen das Klostergelände nicht verlassen. So, wir sind hier jetzt gerade Livecam. Wir hauen jetzt ab. Aber Scheiße, Alter, das ist doch große Chance. Geh doch vor, los. Ich wollte 4 Tage mit dem Kloster bleiben. Das ist schon krass. Wenn man so 1-2 Tage, maximal 2 Tage, in sowas haust und ohne Telefon und ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Schokolade ist für dich plötzlich Hammer. Kleine Gesten sind plötzlich für dich der Wahnsinn. Und was weiß ich, ein bisschen Freiheit. Das ist ein Dorf. Im Gegensatz zu Berlin ist das gar nichts. Aber wenn ich das anschaue, geht mein Herz auf. Am Ende halten sich alle an die Regeln. Aufgeben möchten die Jungs dann doch nicht. Zumindest noch nicht. Denn einer der 4 wird in wenigen Stunden seine Koffer packen.